Joho, Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf. Unser Dorf soll schöner werden. Es ist schon viel schöner geworden. Wir auch. Wir würden sogar noch schöner werden, wenn wir uns Make-up holen könnten, aber ich weiß es nicht. Bin ich sicher. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch, Süße. Ja, Trude, bis zum nächsten Mal. Unsere Taschen waren überfüllt und wir hätten halt unsere Pflaster und alles abnehmen müssen und mir meine Pflaster nicht abnehmen. Wir gucken jetzt nochmal bei der Modeschneiderei vorbei. Ein Teil können wir uns ja kaufen. Für ein Teil haben wir noch Platz im Inventar. Ansonsten gehen wir erstmal zu Eugen und geben die Fossilien ab. Hi, Tina! Hi, grüß dich! Willkommen in unserer Schneiderei! Was gibt's denn hier Schönes? Bienenpullover. Hey, das Aladdin-Oberteil, was wir mal beim Schneidern gesehen haben. Das ist ja cool. Ist nicht übel, aber ich glaube, so der Aladdin-Look würde mir nicht stehen und finde mein Häschen ehrlich gesagt viel süßer. Gucken wir mal, ob es da drüben nicht vielleicht irgendwas für uns gibt. Der Entenschnabel, den haben wir schon. Ist das nicht ein Barett oder wie heißt das? Oder nee, das ist für meinen Eichelkopf, ne? Da haben wir dann ein normales Käppi. Oh, und Pfötchenschirm, wie süß. Ja, das ist eine ziemlich normale Brille. Haben wir die nicht schon? Das ist eine Minzbrille. Dieser Artikel ist für beide Geschlechter geeignet. Der Preis beträgt 240 Sternis. Erstmal schauen, wie wir damit jetzt aussehen würden. Der passt nicht so zu unserem Look. Oh, schön. Sehr dezent, dieser Stil. Aber ich habe gerade gesagt, der passt nicht zu unserem Look. Das ist mir doch egal. Der Preis beträgt 240 Sternis. Wie wär's? Nein, lieber doch nicht. Oh, wirklich nicht? In Ordnung. Kauft ja nie was. Wenn du immer die gleichen Artikel hast. Na egal, komm bald wieder. Sie hat immer die gleichen Sachen. Soll ich denn da was Vernünftiges Neues kaufen? Gehen wir mal bei Schubert vorbei. Vielleicht gibt es da hier tolle Schuhe, wobei ich finde, unsere passen wirklich ausgezeichnet. Sehen sehr, sehr gut aus. Immer rein in die gute Stube. Schön aus. Hey, ein Schneestiefel. Du strebst wohl den sportlichen Stil an. Das Paar kostet 80 Sternis. Na, was meinst du? Willst du die Schuhe mal anprobieren? Ja, natürlich erstmal anprobieren. Erstmal gucken, wie sie aussehen. Ich sehe kaum was. Dein Kopf verdeckt sie, aber sie sehen süß aus. Na, fühlen sich deine Füße wohl darin? Wenn du die Schuhe nimmst, dann kriege ich 800 Sternis. Ich weiß nicht. Hast du deine Meinung geändert? Ganz so cool waren die jetzt doch nicht. Du stehst irgendwie so ein bisschen im Weg, wenn ich hier Schuhe anprobieren will. So. Hey, ein Wildleder-Slipper von Mel. Das ist genau dein Look, was? Das Paar kostet 480 Sternis, ne? Was meinst du? Hm? Willst du die Schuhe anprobieren? Ja, ja, gucken wir doch mal. Ja, nee, das ist nicht mein Stil. Na, fühlen sich deine Füße wohl darin? Das ist ein bisschen Oma-Look. Muss ja nicht unbedingt sein. Wenn du die Schuhe nimmst, kriege ich ganz schön viel Geld. Na, das überlege ich mir noch. Hast deine Meinung geändert? Kein Problem. Nee, hier ist nichts für mich dabei. Danke, komm mal wieder vorbei. Na klar, mein kleiner Stinktierfreund. Das nächste Mal sicher wieder gerne. So, jetzt gehen wir erstmal Eugen einen Besuch abstatten und ihn dann... Er muss, glaube ich, gerade eingeschlafen sein, ne? Ihn wecken, das täte mir ziemlich leid. Oh, er ist wirklich gerade eingeschlafen. Eugen! 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 Puh! Eugen Pupu! Ach, du bist mein. Wie geht's so? Oh, Fossilien analysieren. Mal so eine Überraschung. Du kommst mich auch nicht besuchen, um mir mal Hallo zu sagen. Tut mir leid, aber die Arbeit ruft. Oh, so viel. Was haben wir da? Oh, die haben wir noch nicht alle. Alles okay, Eugen? Ich meinte... neidisch. Wollen sie die stiften? Wollen sie immer. Immer wollen sie die Fossilien stiften. Noch was Fossilien stiften, natürlich. Oh, sogar zwei Stück. Ein T-Rex-Torso und ein Plesiosaurus-Hals. Cool. Tolle Sachen. Großzügig. Ja, na dann, würde ich sagen. Ja, okay, tschüss. Unser durchgeknallter Kauz.
nennen wir Eugen einfach Kauz. Ist das jetzt ein Uhu, eine Eule oder ein Kauz? Ach egal, ich glaube, es kommt mir mal wie so ein Uhu vor. Na, jetzt habe ich nur einen Vogel vertrieben. Den anderen kriege ich auch noch. Das Böse in Person geht um. Gehen wir nochmal zu Shampoodle rein. Vielleicht haben wir jetzt genügend Platz im Inventar. Das mit dem Mikop finde ich jetzt nämlich ganz interessant. Hallihallo, noch einmal Süße. Wenn du gerne eine professionelle Typveränderung hättest, nimm bitte vor der Maschine Platz. Ja, Trude, ich hätte da was. Nochmal, bitte. Also dann, wonach steht dir heute der Sinn, Süße? Make-up. Du möchtest mit professioneller Schminktechnik deinen ganz individuellen Me-Look erzielen. Da bist du bei mir richtig Süße. Der Preis für ein Make-up liegt bei 3000 Sternis. Auf jeden Fall. Gut, Süße, dann such doch bitte eine Vorlage zur Typveränderung aus dem Album aus. Ja, da habe ich ja aber nur die da. Ich weiß nicht, so cool finde ich die nicht. Ach Gott, hier gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist doch aber voll gruselig. Naja, gucken wir uns das mal an. Ein Make-up ganz im Stil von Honey Bella soll es sein? Ja, gerne. Auf geht's. Zunächst nehmen wir alles ab, was beim Schminken im Weg ist, aber in die Taschen damit. Darf ich also dann? Die Veränderung kann beginnen. Oh, oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst, was passiert. Tada, fertig. Na, wie fühlt sich das an? Ganz du selbst und doch ganz anders? Vielleicht ist das dein wahres Ich. Übrigens, im Designbildschirm kannst du jederzeit zu deinem ursprünglichen Look zurückkehren. Achso, du musst allerdings etwas beachten. Wenn du das ausgewählte Me-Maker veränderst, ändert sich auch dein Make-up. Behalte das in deinem schönen neuen Köpfchen, Liebes. Das macht bitte 3000 Sternis. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Sehe ich wirklich aus wie mein Me? Damit bin ich aber nicht so zufrieden, würde ich jetzt mal behaupten. Das sieht komisch aus. Das sieht wesentlich besser aus. Nee, also dann bleibe ich doch lieber bei meinem Hütchen und bei meinem total coolen Pflaster. Ich finde, das ist ein total super genialer Look. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Besuch, Süße. Ja, Trude, bis zum nächsten Mal. Die Trude. So, gut. Briefe aufgeben lohnt sich erst, wenn wir welche geschrieben haben. Hey, oh, hier ist ja sogar... Nee, ist nicht beleuchtet. Das sieht nur so aus, als wäre es beleuchtet. Geschlossen. Ach so, ja, die Uhrzeit hat er natürlich noch nicht offen. Nachmittags war das, nicht wahr? Nachmittags, gut. Schulden abbezahlen lohnt sich noch nicht. Ich muss wirklich Käfer, Käfer fangen, 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 Käfer, Käfer, Käfer fangen, fangen, Käfer fangen. Ohne Ende. Tonnenweise. Ich brauche Geld. Ganz viel Geld. Damit wir hier mal richtig was reißen und erreichen. Das muss ich aber auch ein bisschen offscreen machen. Wir können ja nicht stundenlang zugucken, wie ich da am Käferfarmen bin. Ich vermisse meinen Spendensee. Apropos Spenden. Wenn wir unseren Spendensee wieder sehen wollen, mussten wir ins Rathaus. Nicht ins Rathaus, sondern hier in die, in den Bahnhof. Aber der Bahnhof, der Bahnhof, oder der Bahnhof, der Bahnhof. Das ist wieder was bei Twitter. Das interessiert mich aber nicht, über den Bahnhof. Hallo. Oh, da ist er ja wieder. Spenzi, 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 Spenzi. Spenzi, jetzt Spenzi, Spenzi. Ja, Sie können Ticket kaufen, Spenzi. Guten Morgen. Spenzi, 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 Spenzi. Ein schönes Schlummerhaus mit Pilz darauf, Spenzi. Psst, es heißt Schlummerhaus. Das ist mir doch egal. Wir benötigen insgesamt 3 Milliarden Sternis. Bisher haben wir voll gar nichts gesammelt. Das fehlt voll viel. Spenden Sie, jeder Stern ist voll wichtig. Okay. Dann spenden wir mal... 20.000, ne? Vielen Dank für überaus geschätzte Mithilfe. Mehr! Nein. Gott, der verrückte Spenden-Sie ist bei dem verrückten Affen. Also das passt da wirklich... Das macht mir ein bisschen Angst. Wie die Faust aufs Auge, wollte ich sagen. Brauchen noch viel mehr Blumen, um die Wege hier zu dekorieren. Ich finde es schön, wenn die Blumen hier so am Wegesrand sind. Sieht halt einfach idyllisch aus. Wir müssen die Steinbrücke noch abreißen. Hi, Mischka. Damit wir überall Holzbrücken hinbauen können. Weil ich will es gerne so ein bisschen natürlich haben, das Dorf. Oh, da fliegt eine Biene. Ich bin eine Biene. Ich bestäube dich. Huch. Hallo, Annalena.
Ja, hallo, Hani. Du weißt doch, dass ich dich immer Hani nenne, richtig? Meinst du, ich soll mal was Neues probieren, damit es nicht langweilig wird? Ja, was denn? Tja, also, wie wär's mit Liebes? Oh mein Gott, rotes Tuch. Rotes Tuch. Liebes, wenn man mich Liebes nennt, dreh ich durch. Kommt nicht in Frage. Oh, wie soll ich dich denn dann nennen? Mein Spitzname. Was mit Honey Bunny? Das geht nicht. Honey Bun geht auch nicht, oder? Honey Bun? Das klingt doof. Wie könnte man mich denn nennen als Spitzname? Ich meine, Honey ist ja schon Spitzname. Und sie ist ein Nasenbär. Wie könntest du mich denn nennen? Näschen geht ja auch nicht hin. Näschen. Doch, Näschen passt. Näschen ist süß, oder? Ich finde Näschen niedlich. Du willst also Näschen genannt werden? Ja, ich finde es irgendwie niedlich. Gut abgemacht, dann nenne ich dich jetzt Näschen. Was für ein toller Spitzname. Dich nenne ich verstopftes Näschen. Gut. Irgendwie die anderen Dorfbewohner sind wieder sonst wo. Wahrscheinlich alle im Museum oder sowas. Ich habe heute noch kaum jemanden getroffen. Hi Günther, na, wie geht's dir? Och jo, man wächst so vor sich hin. Manchmal kriecht ein Würmer auf mir rum. Die Sonne zieht an mir vorbei. Der Mond zieht an mir vorbei. Die Wolken ziehen an mir vorbei. Der Wind auch, Regen, Sonne. All kinds of everything reminds me of you. Summertime. Hey, wo gehst du hin? Ich weiß ja nicht, aber ich habe irgendwie gerade Kopfschmerzen bekommen. Keine Ahnung warum. Also hier unten war ja nichts. Ich habe noch nicht alle Buddellöcher heute gefunden. Wo sind die ganzen Buddellöcher? Aber hier noch ein Buddelloch? Nee. Ich könnte schwindeln. Ah, dann haben wir wieder Fossilien im Inventar. Dann verkaufe ich jetzt noch. Und dann gehe ich immer ein bisschen abernten. Und dann sehen wir uns am späten Nachmittag wieder. Jetzt bin ich völlig verwirrt und orientierungslos, weil ich normalerweise immer anders zum Shop gehe. Die neue Brücke verwirrt mich total. Dann sehen wir uns halt wieder erst dann am Nachmittag, wenn ich die neue Emotion abhole und... Oh, da wird was Neues verkauft. Wahnsinn. Oh, hallo und herzlich willkommen. Was ist das denn? Ach, das ist diese Uhr. Stimmt von Mischka. Oh nee, das Fass will auch keiner. Was kann ich für dich tun? Ach, Rosina, ich habe wieder was zu verkaufen. Ja, du möchtest etwas verkaufen, aber gerne. Was hast du denn mitgebracht? Das. Den Rest verschicken wir per Post? Ah, ist das alles? Lass mich das mal zusammenrechnen. Dann wollen wir mal sehen. 6500 Sternis kann ich dir für insgesamt zahlen. Ist das in Ordnung? Ja, klar, abgemacht. Ja, bitte. Vielen Dank, bring gerne mal wieder etwas vorbei. Ich glaube, da ist gerade jemand reingekommen. Barry! Bestimmt gibt es irgendwo ein ganz tolles Schnäppchen. Ich würde mir nicht hingehen. Gucken wir doch mal, ob Barry was zum Kaufen findet. So, das will ich nicht verkaufen, das will ich aufheben. Die muss ich einpflanzen. Briefe schreiben muss ich auch. Irgendwie kann ich die Schaufel, kann ich da auch nicht mehr runter. Okay. Was war denn das hier? Das ist der Waldbrief. Schreibe ich mal. An wen schreiben wir denn mal? Wir haben schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht. Wer verdient denn mal einen schönen Brief? Huch. Leonardo könnte mal wieder einen Brief vertragen. Liebster Leonardo, halt du alter Haudegen. Na, wie geht es dir? Fragezeichen. Ich habe da ein Geschenk für dich. Das. Was? Barry will irgendwas kaufen? Hast du nicht gerade. Ölfass? Barry will das Ölfass kaufen. Kauf das Ölfass!
dieses Ölfass, das muss ich haben. Soll ich zuschlagen, Hani? Klar, kauf das Ölfass. Es ist das Beste, was du dein ganzes Leben lang je getan haben wirst. Ja, meins. Entschuldigung, ich will das da haben. Oh, gut. Mein eigenes Ölfass, ist das nicht toll? Ja, ganz großartig. Gut, bearbeiten. Das ist ein Geschenk. Ich habe da ein Geschenk für dich, das in deinem Haus nicht fehlen darf. Nehme gerne. Das passt dann da nicht mehr hin. Ich hätte sonst gesagt, nehme gerne eine Gegenleistung, aber egal. Ansehen, fertig. Der Rundkolben passt wunderschön in das Haus. Eigentlich gar nicht, aber. Können wir noch einen Brief schreiben? Wie war's denn eben gerade mit Barry? Liebster, wieso fehlt das Leben? Liebster Barry, ich dich gerade sehe, habe hier eine Überraschung für deinen Fußboden. Punkt. Fußboden, Surprise, Surprise. Antikboden. So, und was war das hier? Die Pavillonwand. Oh, die würde zu Annalena passen. Liebste Annalena, schau mal bei dieser Tapete musste ich an dich denken. Ich kann nicht schnell schreiben. PS Wurstsalat. Nee, das muss Hashtag Wurstsalat sein. Hashtag Wurstsalat. Gibt's denn nicht hier oben so ein Rautenzeichen? Da. Hashtag Wurstsalat. Ja. Das wird sie total verwirren. Dann wird sie auf Twitter danach suchen und dann wird sie sich wundern, dass sie nichts findet. Ich finde, Wurstsalat ist eine total tolle Sache. Und ich habe gerade Appetit drauf. Okay, sehr gut. Ja, dann muss ich jetzt nur noch sammeln. Danke für deinen Besuch. Ich könnte ja auch am Abend anfangen aufzunehmen und danach noch Käfer sammeln. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Dann hätten wir das nämlich auch erledigt. Ist hier jemand zu Hause? Nein. Oh, ich habe so viel zu sammeln. So viel sammeln. Die schönen Blumen nehme ich mal alle mit. Und pflanze sie hier an den Wegesrand. So, ich laufe immer noch übrigens instinktiv nach oben, auch wenn ich das überhaupt nicht mehr muss. Schlimm, schlimm mit mir. Jetzt einen ganz anderen Weg, den ich gehe. Ah, das sieht aber schön aus, wenn jetzt hier überall so Blumen an den einzelnen Trampelpfaden wachsen. Ich werde die Steine vielleicht noch überarbeiten. Ein bisschen. So ein bisschen runder machen. Ich hätte gerne noch vielfältiger. Wahrscheinlich muss ich die mal neu legen. Wo war denn jetzt meine Brücke? War da drüben, ne? Ist immer noch zu weit weg. Ich wünschte, sie wäre hier unten. Aber die Häuser sind einfach zu nah dran gebaut worden. Da ging das nicht. Wir müssen auch noch hier einen Weg legen. Ich habe schon wieder so eine Grille. Das bringt nichts. Ich habe leider nicht die Möglichkeit. Oh, Jacques! Oh, das tut mir leid. Und die reden, Jacques, tut mir leid. Bonjour. Der perfekte Tag für Dehnübungen an der frischen Luft, oui, oui. Was liegt an, Sportsfreundin? Plaudern wir. Ich renne quer durch die Stadt und gieße alle Pflanzen, Bibi. Wenn ich fertig bin, werden sie das Potenzial haben, zu einem echten Dschungel heranzuwachsen. Wieso grinst du mich so an? Hast du was gegen Schatzsuchen im tiefsten Dschungel? Nein, ich finde es eine ausgesprochen gute Idee. Mach nur weiter so, mein Freund. Mach nur weiter so. Okay, was wollte ich jetzt? Ich wollte zu Hause Briefe dann abgeben. Achso, ich wollte hier noch Blumen pflanzen.
Die Bäume hier müssen wir irgendwie alle fällen. Ich will hier ein ganz großes Blumenmeer haben. Das soll hier alles voll mit Blumen sein. Aber dafür muss ich dann erstmal wieder gucken, was das alles für Bäume sind. Ich hier nicht aus Versehen alles wegfällen. Ne, wenn hier die faul werden, gammelig werden, die Kirschen, dann kann man das machen. So. Das da wegpacken. Gut, dann muss ich mich jetzt um nichts mehr kümmern. Den muss ich noch einpflanzen. Aber jetzt werde ich erstmal ernten gehen, dafür mein ganzes Inventar leer machen. Und dann sehen wir uns am Abend wieder. Bis dahin. Bye. I'm not going to do that.